Hallo, ich bin Asra. Hier ist wieder mein Blog, Asra bloggt. Vielleicht habt ihr letztes Wochenende schon darauf gewartet, auf den neuesten Blogbeitrag. Aber dann war Hanau und ich konnte und ich wollte nicht einfach so weitermachen wie immer. Diese rechte Hetze macht mir schon lange Sorgen. Der rechte Terror ist unerträglich. Aber wirklich Angst kann es einem machen, wenn man sieht, wie unsere Politiker, unsere gewählten Politiker und der Rechtsstaat darauf reagieren. Ich bin Deutsche und ich will, dass Verbrechen verhindert und konsequent verfolgt und aufgeklärt und bestraft werden. Und nicht vertuscht und nicht wirklich aufgeklärt, wie zum Beispiel bei den NSU-Morden. Ich will auch, dass die Mitschuld der Behörden ans Licht kommt und alles getan wird, um sowas in Zukunft zu verhindern. Ich will, dass die Kinder in der Schule schon lernen, wozu es führen kann, wenn Anstand und Unrechtsbewusstsein verloren gehen. Wir haben schließlich in Deutschland das allergrauenhafteste Anschauungsmaterial dazu. Ich habe ein Video gemacht über ein Projekt, was genau dieses leistet. Francesca konnte nicht aufhören zu weinen. Und jeder denkt, ach, das ist Kindertransportabschied, die letzte Stunde der Familie und so weiter. Ist es aber nicht. Das ist die Enkeltochter von einem der Kinder aus Hofgeismar, die jetzt gerettet wurde. Ja. Die hat die Übersetzung der drei Tafeln über ihren Großvater gelesen und sie hat es unglaublich erwischt. Und das ist eine Familie, die sind alle, stehen mitten im Leben, haben Freunde und so Ja. weiter. Aber dieser Großvater hat alles verdrängt. Nie drüber gesprochen. Kinder wussten, ja, Kindertransport, da war was. Niemand fragte, da ist irgendwas, wo Das ist man in nicht kann. England geblieben. Genau. Und die ganze Familie ist in England. Na, jedenfalls ist es so, dass die alle diese Trauer geerbt haben. Es hat mich im ersten Moment, wir standen mitten hier in der Aufbauphase, dass ich dachte, oh meine Güte, was machen wir hier? Hier kommt man rein, hier fröhlich, lustige Kinderbücher und so. Kann man das überhaupt machen? Dieses entsetzliche Thema und verbinden mit dem Ja. wirklich als Zerreißen im Hintergrund. Ja. Und dann die Arbeit mit den Kindern hat aber ganz schnell bestätigt, dass es gut ist, was wir machen. In Hofgeismar, einer Kleinstadt in Nordhessen im Landkreis Kassel, haben die Illustratorinnen Julia Drinnenberg und Gabriele Havermaas eine bemerkenswerte Ausstellung realisiert. Im Stadtmuseum Hofgeismar zeigen sie die Ergebnisse eines Schulprojekts zum Thema Kindertransporte. Wie kann man ein so schweres Thema mit Kindern besprechen? Kann man es überhaupt mit Kindern bearbeiten? Kann man es 8-, 9-jährigen Kindern zumuten, ihnen über die Verfolgung jüdischer Kinder in ihrem Heimatort zu erzählen und über die erzwungene Trennung von ihren Eltern? Drei jüdische Kinder, zwei aus Hofgeismar und eins aus Kassel, stehen in der Ausstellung exemplarisch für die vor 80 Jahren geretteten Kinder. Nur eins von den dreien sah seine Eltern später wieder. Tatsächlich wurden die meisten Eltern der 10.000 nach England geretteten Kinder im Holocaust ermordet. Wie konnte es dazu kommen, dass Eltern ihre Kinder fortschickten, ganz allein, zu unbekannten Menschen, in eine unbekannte Zukunft? Die Pogrome in Deutschland am 19. November 1938 ließen auch den letzten Optimisten unter den deutschen Juden ahnen, dass Schreckliches auf sie zukam. Rettet wenigstens schnell die Kinder, wenn wir schon kein Visum zur Ausreise bekommen. Das war die große Sorge, die alle jüdischen Familien erfasste. Auch das Ausland war alarmiert durch die Nachrichten aus Deutschland. Und so formierten sich Initiativen in vielen europäischen Ländern, die die Rettung von Kindern organisierten, nach Holland, Belgien, in die Schweiz, nach Schweden, nach Amerika, nach Australien, Palästina und nach England. Diese Ausstellung legt ihren Schwerpunkt auf die einzigartige Rettungsaktion durch englische Organisationen, die in Zusammenarbeit mit Helfern in Deutschland und in den besetzten Gebieten in nur 9 Monaten bis zum Ausbruch des Krieges 10.000 Kinder retten konnten. Mein Kind ist sofort früh um 6 haben wir den Jungen zum Schlesischen Bahnhof gebracht. Und die Kinder, sie stellen sich an mit ihren Köfferchen, die sie ja selber tragen müssen. Jedes Kind bekommt eine Nummer und die Kinder, sie kommen sich so wichtig, so interessant dabei vor, während es uns Ja. das Herz zerreißt. Wir haben uns natürlich auch gefragt, kann man Kinder damit konfrontieren? Grundschulkinder. Wie bekommen nun Viertklässler einen Zugang zu diesem geschichtlichen Hintergrund? Sie lasen das Kinderbuch In meiner Tasche von Dorit Sim. Dorit Sim, geborene Oppenheim aus Kassel,
musste mit 7 Jahren ihren Eltern auf Wiedersehen sagen und fand Aufnahme bei einem schottischen Ehepaar. In ihrem kleinen, wunderbar illustrierten Buch In meiner Tasche beschreibt sie die eigene Geschichte ihrer Flucht aus Deutschland. Und sie hat dann aber ihre Geschichte verarbeitet in diesem Buch. Super geeignet für Grundschulkinder, Zugang zu finden. Da ist zum Beispiel eine Szene, die sie sofort verstanden haben. Da fällt der Stoffhund aus dem Zug in Hamburg. Und was bedeutet das Stofftier? Das haben die Kinder dann alle erzählt, was ihnen das bedeutet. Und sie haben Iris gezeichnet. Überall in der Ausstellung findet man diese Stofftiere dann auch. Und diese Sprache ist ganz, ganz schlicht und einfach. Und diese Schlüsselszene, wie sie dann von Bord geht, haben sie alle verstanden. Da geht sie von Bord, man sieht durch diese Stegritzen das wogende Meer und dass sie praktisch den Boden unter den Füßen verliert. Ne? Sie haben ein zweitägiges Projekt gemacht. Ja. Erstmal waren wir in der jüdischen Abteilung, sie haben so ein bisschen über Juden, Synagoge und so weiter und die Kinder aus Geismar kennengelernt. Mhm. Und dann eben zum Thema Ausgrenzung und Verfolgung gekommen. Ja. Wie sich das Leben der Kinder aus Hofgeismar und Kassel ab 1933 schlagartig änderte, wie sich bisherige Freunde abwandten, wie sie mehr und mehr vereinsamten, zum Beispiel nicht mehr ins neugebaute Hofgeismarer Schwimmbad durften, weil sie jüdisch waren, das konnten die heutigen Kinder aus einer Auswahl von Briefen, also aus Originalquellen, erfahren, die an den 13-jährigen Erwin aus Hofgeismar geschrieben wurden, als er 1936 allein mit einem Kindertransport nach Amerika geschickt wurde. Diese konkreten Beispiele aus den Jahren 1936 bis 1939 hat sie sehr betroffen gemacht. Also ein Junge musste die ganze Zeit vor der Tür stehen von dem Klo, weil der Lehrer kann keine Juden leiden. Und die anderen dürften einfach bei der Pause spielen. Für mich ist es so, dass Juden auch in den Schwimmbad dürfen, auch zum Geburtstag. Warum? Ja, weil das normale Menschen sind wie uns. Noch ein Aspekt der Kindertransporte wird in dem Büchlein in kindlicher Form aufgegriffen. 1939 nahm die ganze englische Nation Anteil an dem Los der jüdischen Kinder, die ohne ihre Eltern in England ankamen. Das ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass im Juli 1938 die europäischen Staaten und Amerika sich auf der Konferenz von Evian nicht auf eine gemeinsame Regelung über die Verteilung der Flüchtlinge aus Deutschland einigen konnten. Welche Parallelen zu dem Verhalten der europäischen Staaten heute? Auch die Kinder, die an diesem Projekt mitgearbeitet haben, haben über die Parallelen der damaligen Flucht zu heute nachgedacht. Wir haben sogar gehört, dass heute noch Kinder flüchten müssen. Hast du das vorher gewusst? Ja. Und wenn in eurer Schule so ein Kind auftaucht, was macht ihr dann? Wir helfen ihm, wir bringen ihm vielleicht ein bisschen Deutsch bei, zeigen ihm den Schulhof und sagen ihm schön, dass du in unserer Klasse bist und so. Wie kann man helfen, dass ein Kind sich nicht so fremd fühlt, wenn es kommt? Dass man zu ihm geht soll und ihnen erstmal alles zeigen soll, mit ihm spielen soll und dann wird man auch richtig gute Freunde. Wir hoffen, dass wir bald bei dir sind. Der Titel dieser Ausstellung ist ein Satz aus dem Buch In meiner Tasche, ein Zitat aus dem letzten Brief, den Dorit von ihren Eltern aus Deutschland bekommt. Das Buch endet mit diesem letzten Brief der Eltern aus Deutschland. Einige Zeit nach ihrer Ankunft in Schottland schrieb sie nach Deutschland unbeholfen auf einer Schreibmaschine. Liebe Mami, lieber Papi, lieber Opa, liebe Oma, lieber Onkel Ernst, ich schicke euch meinen Zahn. Tante Alice ist mit 20 Koffern zu uns gekommen und bleibt jetzt bei uns. Wie geht es euch? Mir geht es gut. Ich weiß nichts mehr. Viele Grüße und Küsse von eurer Dorit. Mit 13, 14 Jahren musste Dorit denn erfahren, dass ihre Eltern in Auschwitz ermordet wurden. Wie konnte sie damit leben? Wie ist sie damit umgegangen? Die Frage der individuellen Bewältigung dieses Kindheitstraumas ist eine wichtige Frage, die die Ausstellung stellt. Die eigene Familie überlebt zu haben, ist ein tiefer Schmerz, den auch die Zeit nicht heilt. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Kindertransportkindern, wie zum Beispiel Hans Alfred Matthias aus Hofgeismar, hat sie eines Tages angefangen, darüber zu sprechen, zunächst in der Familie.
Später berichtete und erinnerte sie vor Schulklassen und vor Erwachsenen an die Kindertransporte. Und vor allem, sie verarbeitete ihre Geschichte in dem Buch In meiner Tasche. Sie wird als lebensbejahende, fröhliche Frau beschrieben. David Sim, Dorits Sohn, schreibt in seiner Grußbotschaft zur Ausstellungseröffnung: Man kann tatsächlich sagen, dass meine Mutter so sehr darauf fixiert war, Mutter und Vater wiederzusehen, dass sie innerlich für immer das siebenjährige Kind geblieben ist. Am liebsten schrieb sie Geschichten, lustige Kindergeschichten, darunter 10 besonders skurrile und schräge Episoden über Tante Eggy, die bezeichnenderweise auch selber kindlich, intuitiv handelt. Sie hat nicht genügend Einkochgläser für den Brombeergelee, also nimmt sie dafür jedes Gefäß, das ihr in die Hände kommt. Die Zuckerdose, die Teekanne, das Milchkännchen. Da macht Onkel Joe Augen, als er von der Arbeit heimkommt und sich Tee einschenken will. 10 Klassen haben diese 10 Geschichten illustriert und zu Büchern gestaltet. Wir haben eine sehr große Mischung in Grundschulen, auch eine aus Grendelburg und eine aus Kassel. Unter Neustädter Schule sind 98% Migrantenkinder. Käthe-Kollwitz-Schule für geistig, also Förderschwerpunkt, Förderschule. Ja. Und Brüder-Grimm-Schule, Schule für Lernhilfe, ganz besonders interessant bei denen. Weil dieser Moment, dass man aus Schlimmem was Gutes macht. Ja. Ich wusste, die haben furchtbare familiäre Hintergründe zum Teil. Ja. Da war es auf einmal so still, wie eingefroren saßen die da. Und ich hatte das Gefühl, die haben, das haben die jetzt richtig verstanden. Die können es auch nachvollziehen. Ja. Dass man trotzdem ein fröhlicher Mensch werden kann und was daraus machen kann, egal was Schlimmes passiert. Das Besondere an diesem Projekt, es ist das Werk zweier Illustratorinnen. Julia Drinnenberg und Gabriele Hafermaß, die Profis, haben die Kinder als Lehrlinge angestellt und ihnen am Schluss ein Diplom überreicht. Hier ein Blick in die Werkstatt. So, hier kommst du jetzt, wirst du in unsere Werkstatt eingeführt. Hier unten sind unsere Bausteine. Damit geht's los. Welches Bild im Kopf entsteht im Kopf? Nach dem Besuch der jüdischen Abteilung wurde Dorit Sims Buch vorgelesen und damit gearbeitet. Ja. Mit Meeresrauschen, Möwen, mit Geräuschen. Also es war wirklich Kino. Dann wird dort die Tante Eggy-Geschichte vorgelesen. Ja, und dann eben zweiter Baustein, die Figuren. Und dann haben die ihn in Personendiktat gemacht und ich habe das ganz grob nur skizziert, Farben, Haarfarbe und Augen. Und habe immer gesagt, ihr macht das nachher viel schöner. Ja. Und so sind dann die Figuren entstanden, und die wiedererkennbar sind auf jeder Seite. Aha. Die Bildansicht, das sind diese 3, das war das anspruchsvollste für die Kinder überhaupt. Und dann sieht man, jedes Kind bekam diese Doppelseite und dann auch Vignette, was ist eine Vignette? Und guck, da ist das Diplom, was man dann kriegt. Das Titelbild soll nicht zu viel von der Geschichte verraten, soll aber Neugier auf das Buch wecken. Ach, hier sieht man, was wir alles so mitgebracht haben. Hier ein Spiegel und einen Tannenbaum haben wir mitgebracht für diese Weihnachtsgeschichte. Gartengeräte, Tomaten, das sind die vielen Gefäße. Für die Brombeermarmelade aufgebaut. Was für eine Ausstellung, was für ein Kontrast. Die hinreißenden Illustrationen der Kinder und die Dokumentationstafeln zu dem grauenhaften Geschehen vor 80 Jahren. Aber beide ergänzen sich gegenseitig zu einem neuen Ganzen. Hier wird Erinnerungskultur lebendig als aktives Erarbeiten der Vergangenheit und zukunftsgerichtetes Lernen. In die Zukunft gerichtet sind auch die 2 Besucherbücher am Ende des Rundgangs, eins für Erwachsene und eins für Kinder, die an die Familien von Dorit Sim, Hans-Alfred Matthias und Erwin Goldschmidt geschickt werden. Und hier entsteht ein Buch und du kannst auch dir einen Moment Zeit nehmen und an jemanden von denen schreiben oder deinen Eindruck. Und das ist hier für die Kinder, die malen und schreiben dann auch an die Kinder. Die suchen sich dann hier von den Enkelkindern oder Urenkeln was aus. Das sind die Nachkommen von Dorit Sim. Das ist die ganze Familie von Erwin Goldschmidt und seinen Schwestern Ruth und Lore, die sich hier getroffen haben, zum ersten Mal, nachdem ich die Briefe alle übersetzt hatte. Und mit denen korrespondiere ich viel. Und für die ist es unglaublich tröstlich, wenn wir hier sowas machen. Gerade für die Francesca, die Tochter, die so gemeint hat, wenn die hört, was Kinder für eine Meinung äußern. Dorit Sims Tochter Susanne schrieb an Julia Drinnenberg:
Diese Kinder haben wahrhaftig die Botschaft verstanden, dass aus schlimmen Dingen etwas Gutes entstehen kann. Doris, meine Mom, wäre vollkommen fasziniert von eurem Projekt gewesen. Und ich weiß, sie hätte sich sehr gewünscht, persönlich mit den Kindern reden zu können. Also, sie wollte jedem helfen, weil sie, also sie war doch traurig, aber hat so eine fröhliche Geschichte geschrieben, weil sie den anderen Leuten auch fröhliche Sachen beibringen will. Alle Menschen dürfen gleich behandelt werden, egal welche Religion sie haben oder wie sie aussehen. Ja, Dorit ist auch richtig alt geworden, nur die, die richtig nett sind und nichts Schlimmes gemacht haben, werden richtig alt. Und man soll auch mutig sein, selbst wenn die meisten Kinder sie ausschließen, dann sollte man auch sagen, möchtest du jetzt mit mir spielen? Und man soll halt sich nicht die ganze Zeit den anderen fügen. Also ich habe halt auch gelernt, dass ja halt alle Menschen gleich sind und dass man sie halt auch gleich behandeln soll. Weil es ist ja unfair, wenn man zum Beispiel halt jetzt sagt, du darfst jetzt Schlittschuh fahren, aber du nicht, weil du einen anderen Glauben hast. Das ist halt blöd.